Ach, die Sonne scheint, die Vöglein zwitschern und irgendwo übergibt sich wahrscheinlich ein Pelikan. Und das bedeutet für uns, dass die 5. Folge startet von Das Sommerhaus der Stars. Woo! Ja, die letzte Folge endet ja damit, dass Alex und Vanessa und Erik und Edith nominiert wurden, die meisten Stimmen erhalten haben und in einer Exit-Challenge zeigen müssen, was sie können und nur einer wird wieder im Sommerhaus bleiben dürfen, die anderen werden rausgekickt. Ungefähr wird das so ablaufen. Es gab viele Streitigkeiten und Probleme bei der ganzen Nominierung. Wir haben es alle gesehen, wir wissen alle Bescheid. Und wer es nicht mehr weiß, kann sich die Folge zuvor nochmal angucken. Und wir starten hier nochmal direkt rein am nächsten Morgen. Wer sich die ganze Folge natürlich aber auch reinziehen will, kann es gerne machen. Auf RTL Plus, den Link wie immer unter der Videobeschreibung. Ansonsten diesen Kanal hier abonnieren. Wir machen die 100.000 da voll. Es sind unter 1.000 Leute, die noch fehlen, Leute. Hoffentlich, also wenn das Video hochkommt, weil das wäre ja peinlich, wenn sie es schon geschafft hätten. Aber das bezweifle ich, weil ihr nicht schnell genug abonniert. So ist das Leben eines YouTubers. Und dann schauen wir jetzt aber mal, wie es dann am nächsten Morgen weiterging. Schatz? Ja? Kommst du bitte? Bin auf Toilette. Jan? Ist mir doch egal, ob du auf Toilette bist. Komm jetzt bitte, du kannst hier auch im Bett weiter... Nee, bitte nicht. Bitte nicht, das wäre zu viel. Tatsächlich sind aber die Streitigkeiten vom Vorabend bei manchen Leuten, die, naja, etwas mehr auf Harmonie achten wollten, nicht spurlos dran vorbeigegangen. Und das war Pia natürlich der Fall. Die ganze Situation gestern Abend bei der Nominierung und das, was Valentina irgendwie da von sich gegeben hat, das fand ich einfach daneben. Und ich frage mich manchmal ein bisschen so, warum ist Pia eigentlich in dieses Format gegangen? Also jeder Mensch weiß doch, oh mein Gott, im Sommerhaus sind die größten problematischen Charaktere überhaupt, die rasten immer aus und wenn du selber weißt, das ist nichts für mich, dann geht man da doch nicht hin, ne? Also natürlich ist trotzdem das Sommerhaus verbesserungswürdig, aber ich würde mir doch trotzdem nicht denken, das ist my place to be. Also, Du kannst von denen nichts erwarten. Gar nichts. Diese aufgebauschten Reden da, um sich zu inszenieren, fühlt nur noch dieser hier. Ja, das muss ich allerdings sagen, das wäre mal iconic. So ein kleiner Schnipser, ein Hairflip, ich wäre dabei. Ich würde es dann abkaufen und mir denken, yes, war cool, ihr seid trotzdem scheiße. Oh mein Gott, die sind alle voll scheiße. Scheiße. Ich nehme Omni verraten. Ach ja, und das Problem war ja auch noch da. Maurice und Ricarda sind ja jetzt gegen Alex und Vanessa, weil sie kurz vor der Nominierung mit Valentina geredet haben und sich nicht angeschrien haben. Und das war Verrat, fand Maurice. Und dann hat er sie nominiert. Und das fand Alex als Verrat. Und jetzt sind irgendwie alles Verräter. Na gut, wir müssen uns allerdings natürlich für die Exit-Challenge jetzt auch vorbereiten. Die Kandidaten sind schon wach und sie gehen das irgendwie immer alles ganz anders an. Na, sind wir bereit? Sicher? Ja. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Gut. Papa, komm. Ja. Und die einen versuchen sich ein bisschen ruhig zu motivieren. Schaffen wir das? Wir können das? Bist du sicher? Yes. Und die anderen boxen sich. Ich meine, das ist eine gute Aufwärmübung, das stimmt schon. Aber es wäre doch auch mal witzig so. Leute, die Exit-Challenge ist heute Prügelei! Und dann müssen sie sich verdrechen. Es wäre nächste Staffel Sommerhaus, Leute. Ich erwarte es irgendwie, weil was soll sonst noch kommen, ne? Das ist eine tückische Frage. Ready to rumble. Richtig, Baby. Findet das hier im Garten statt, das Spiel? Nein. Dann nehme ich mir eine Stuhl. Und dann setze ich mich da hin und guck den doch mal zu, wie die das so machen. Und da merkt man, der hat auch noch nie eine Folge Sommerhaus geguckt, ne? Die unterschreiben den Vertrag, gehen in diese Sendung und denken sich so, ja, warum soll ich das denn vorher gucken? Wen juckt's? Ah, und dann sind sie immer überrascht. Surprise. Du wirst fake Umarmungen. Holt euch die ab. Wir brauchen den Scheiß nicht. Will ich aber trotzdem. Bitte nicht. Lass sie doch kurz. Lass uns ruhen. Dankeschön. Wir brauchen diesen Scheiß nicht. Diese Umarmungen haben wir nicht. Lass sie in Ruhe. Mein Gott, Alex, lass sie doch noch ganz kurz umarmen. Vor allem mit Ricarda gibt es ja anscheinend kein Problem. Die Probleme sind zwischen Alex und Maurice eigentlich hauptsächlich. Aber nein, das sind ja Partnerinnen, die gehören dazu und die müssen sich jetzt auch hassen. Oh Lord. Also wenn Vanessa heute nicht richtig mitzieht, wird Alex auf jeden Fall explodieren, weil der will das jetzt unbedingt gewinnen und da glaube ich schon fast, die erhascht hier der Fluch des Sommerhauses. Ich liebe es auch, dass es als Fluch des Sommerhauses bezeichnet wird, als ob irgendwie das Sommerhaus dafür sorgt, dass die Paare sich trennen. Nein, die Paare werden ins Sommerhaus eingeladen, die eh schon große Probleme haben und dann trennen die sich halt danach, weil sie hatten eh schon große Probleme. Aber ja, es ist der Fluch des Sommerhauses. Im direkten Duell spielt ihr um euren Verbleib im Haus. Die Männer müssen sich Fragen merken, welche die Frauen beantworten müssen.
und das klingt doch wieder ganz witzig. Bei Quiz bin ich immer vorne mit dabei. Tatsächlich müssen sich Männer jetzt also die Frage merken, diesen krassen Parcours lang gehen zu den Frauen. Die beantworten die Frage einfach und zack, ist es geschafft. Es klingt einfach. Was ist das Problem dabei? Wie viele Beine haben 3 Pferde, 0 Fische, 2 Spinnen, ein Hund und ein Huhn? War das jetzt? Stand es da jetzt ungefähr? Gut, das muss man sich merken. Dann müssen die das natürlich hören. Und okay, das ist das kurz schwierig, weil wenn du da irgendwas durcheinander bringst, ist vorbei. Aber man kriegt es ja wohl hin. Wie viele Beine hat eine Gruppe aus 3 Pferden? 3 Pferde. Wie viele Beine hat eine Gruppe von... Ganz langsam jetzt. 4 Fischen, einem Huhn und einer Katze. Nochmal 3 Pferde. Ja, Vanessa, 3 Pferde. Und bei 3 Pferden hättest du sofort schon 12 im Kopf ausrechnen können. Oh Gott, das ist ja auch schon wieder die Mitarbeit pur. Diese wirklich, hast du gerade 3 Pferde gesagt? Was ist nochmal ein Pferd? Ja, und dann muss ich das direkt wieder wiederholen. Also, dass sie da nicht sofort geschaltet hat, keine Ahnung. 2 Spinnen, ein... Wie viele haben Spinnen? 8, 9? 8 oder 9. 9 Beine bei einer Spinne. Ich glaube es auch. Also, ich habe schon oft dumme Antworten bei der Anzahl von Beinen bei Spinnen gehört. Selbst 1000 für einen Tausendfüßler war schon dabei. Aber ich finde 9 irgendwie am dümmsten, glaube ich. Ja. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Menschen. 34. Ja! Geil! Wir sind die Besten. Wir haben nur so 10 Minuten dafür gebraucht. Aber die Edith, die hat das halt gar nicht hinbekommen und das könnte an was anderem auch noch liegen. 3 Katzen. 3 Katzen. Das sind 3 Mäuse in 3 Minuten. Und wenn du dann 100 Katzen und 100 Mäuse hast, wie viele Minuten brauchen die? 100! Hä? Wieso ist das nicht richtig? Ja, weil sie offensichtlich nur 3 Minuten brauchen. Also, warum sollten 100 Katzen für 100 Mäuse plötzlich länger brauchen? Also, sind doch im gleichen Verhältnis Katzen und Mäuse nur gestiegen. Leute, wie dumm ist das bitte? Ich hab's nicht verstanden. Nee. 1000? Oh mein Gott, und die Verzweiflung im Gesicht der Männer, weil sie dürfen den Frauen natürlich die Lösung nicht vorsagen, sondern die Frauen müssen selber drauf kommen. Und du sitzt dann da so, ist das dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Oh mein Gott, und jetzt eine voll komplizierte Matheaufgabe auch noch. Ja, die hat man aber dann auch schnell geschafft. Ich war so stolz in dem Moment. Ich wusste gar nicht, dass ich das so gut kann. Oh mein Gott, Vanessa, du hast es einfach raus. Sie war gar nicht gut. Sie war überhaupt nicht gut. Aber wenn deine Konkurrenz natürlich gar nichts, überhaupt nichts hinbekommt und du so ein bisschen besser bist, dann kannst du das natürlich richtig gut plötzlich. Ich kann das nicht. Deswegen habe ich meinen Schulabschluss nicht geschafft, weil ich das nicht kann mit den Zahlen. Schatz, konzentrier dich. Raten ist nicht besser als nichts. Komm, raten. Keine Ahnung. Fitze Franz. Ich weiß nicht mal, wie oft die 3 da reingeht. Fritz, sammeln doch beide Briefmarken. Ja. Fitze Franz, der hat 3-mal so viele. Oh mein Gott, und wie süß geduldig da die Erik ist. Ist ein bisschen auf Kindersprache, macht aber so, hey, alles gut, du schaffst es. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Edith eine kleine Mathe-Diskalkulie hat. Und das bedeutet, dass die Zahlen sie einfach permanent verwirren. Und sie kann es einfach nicht. Sie würde es niemals hinkriegen. Oder sie nur sehr, sehr, sehr schwer hinkriegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man, ja, aber sehr, sehr schwer Zahlen im Kopf immer komplett durcheinander würfelt. Und dann kann sie sowas natürlich niemals schaffen. Und wenn es jetzt nur Rechenaufgaben gibt, ja, wird sie natürlich versagen. Manipulation in meinen Augen. Ja! Ja! Ja, und das Ergebnis war dann offensichtlich. Alex und Vanessa haben gewonnen. Stell dir mal ganz kurz vor, du gewinnst nur knapp gegen jemanden mit einer Mathe-Diskalkulie. Da würde ich mir auch denken, wow, ich hab's drauf. Aber ja, und die beiden sind natürlich jetzt traurig. Alles ist gut. Ich bin trotzdem stolz auf dich. Wirklich. Und ich muss zugeben, ich hatte ganz kurz eine Sekunde Angst, dass sie sich jetzt küssen würden, während der Mund von Erik voller Schlamm ist. Ich hatte diese Sorge, sie war da. Die anderen Paare im Haus sind sichtlich schockiert. Man merkt richtig, dass sie sich jetzt alle denken, boah, krass und oh scheiße. Sind die beiden immer noch da? Sie werden wahrscheinlich sich wieder streiten und wir müssen uns diesen ganzen Streit weiter anhören. Kacke! Sie werden keine Angst haben, sie werden sich genau das denken. Ich gebe dir trotzdem die Hand, weil das ist ein fairer Kampf gewesen. Dankeschön. Vanessa, danke. Komm mal her. Und was ist das jetzt plötzlich für eine Dynamik? Also ich stelle mir vor, dass alle Parteien sich bei diesem Händeschütteln gerade gegenseitig einfach trotzdem nur hassen und es nur tun für die Show. Und es alle nicht ernst meinen, aber Maurice so sitzt da.
Ich hasse dich jetzt. Das ist so falsch. Und Valentina weiß es, glaube ich, auch. Die nutzt es aus. Alex, das ist einfach ein respektloses Stück. Wer mit dem gut ist, ist auch hier mein Feind, ja. Ach, Maurice, ich frage mich da immer noch so, was sind eigentlich da deine Gedanken gewesen? Oh mein Gott, Valentina und Alex schreien sich die ganze Zeit an und haben sich jetzt gedacht, lass mal versuchen, Frieden zu schließen, damit wir weniger Streit haben. Und Maurice so, da schließt jemand Frieden und wir weniger Streit. Ich kotze im Strahl, Verräter! Also was spricht denn gegen Frieden, selbst wenn das so ein Fake-Frieden ist, damit sie einfach weniger schreien? Das ist doch voll toll! Naja, schließlich müssen Erik und Edith jetzt aber auch direkt ausziehen. Alle sind todtraurig und verabschieden sich. Na okay, Alex und Vanessa sind duschen, die kriegen es nicht ganz mit. Aber alle sind traurig. Alles Gute, kommen auf jeden Fall gut nach Hause. Ne? Vom Game her ist es gut, dass sie gegangen sind, weil sie war eine Konkurrenz auf jeden Fall. Ich hätte mehr Respekt gehabt, gegen die anzutreten, anstatt gegen Vanessa und Alex. Oh mein Gott, und wie geil sich Alex vorm Spiegel findet. Das ist auch schon ein bisschen unangenehm. Ja, nicht nur ein bisschen, es ist sehr unangenehm. Unangenehm! Schlussendlich kommt es natürlich jetzt aber auch dazu, wozu es auch wirklich kommen musste. Maurice und Alex reden miteinander. Wir nennen es mal reden, ne? Warum hast du dich von jedem die Glück wünschen lassen, außer von meiner? Du hast ja deine von meiner weggezogen, so als ob das so ein Parasit ist. Ist so, was sollte das? Nur ich darf Ricardo so behandeln, okay? Okay? Bei einem Parasit, ich glaube nicht, oder? Ja, hab ich das behauptet? Ja, aber wieso hast du die dann so eklig angeguckt? Hat meine Frau mit dir ein Problem oder haben wir ein Problem? An sich hat Maurice da recht. Natürlich will Alex wahrscheinlich trotzdem Vanessa ein bisschen da aus dem Sumpf rausziehen, weil er nicht will, dass sie sich irgendwie mit dem Feind verbündet, keine Ahnung. Aber es ist jetzt irgendwie auch natürlich nur vorgeschoben, weil jetzt kommt das Problem von den beiden wieder richtig. Bruder, das bringt nichts. Sag nämlich nicht Bruder. Ach so, warum? Seit gestern bist du kein Bruder. Ach so. Du bist ein Verräter. Weil ich einfach nur meine Meinung ausspreche? Nein, weil deine Meinung verbissen ist. Meine Meinung ist nicht verbissen. Du bist wie ein Fähnchen im Wind. Ich kann nicht A sagen und dann B machen. Macht Maurice nicht die ganze Zeit das. Sagt A und macht B. Ricarda, ich respektiere dich. Und tritt sie ins Gesicht mit dem Fuß. Ungefähr so hantiert er die ganze Zeit. Und ja, es wird natürlich jetzt super anstrengend mit den beiden, weil die beiden natürlich auch krasse Alpha-Männchen sind. Und ich verstehe irgendwie diesem Streit Alex mehr und ich bin voll auf Alex' Seite, glaube ich sogar. Aber es muss auch schon viel passieren, dass man da zu sowas kommt und sagt, yes, Alex, ich bin in deinem Team gerade, weil Maurice einfach wieder kacke ist. Ich hatte sie als Staatsfeind Nummer 1, das gebe ich zu, Valentina. Da lag mein Fokus. Dadurch habe ich fast meine Freundin verloren. Und dann, Alarmstufe Rot, hieß es für mich, ich möchte erstmal keine weiteren Brände. An sich eine gute Reaktion. Man muss aber kurz sagen, durch Valentina hast du fast deine Freundin verloren. Auch ein krasser Move, aber ja, verständlich. Fokus auf meine Freundin und Spiele. Guck mal, wie du deine Frau die ganze Zeit hier behandelt hast. Dich. Guck mal, jetzt geht er auf die Schiene. Wie Maurice uns gerade erzählt, dass Alex Vanessa schrecklich behandelt. Maurice? Alles klar, danke für dieses Update. Ja, nice, danke. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Du sagst zu mir Verräter. Allein, dass du das Wort Verräter... Misch dich einfach nicht in meine Beziehung. Sagst du nicht, warte mal. Aber dass du zu mir Verräter sagst, du bist der Verräter. Ursprung dieses Worts. Kann es irgendwie auch sein, dass die beiden sich in der Sendung geirrt haben und eigentlich bei Die Verräter mitmachen wollten mit Sonja Zietlow und sich jetzt gegenseitig als Verräter entlarven wollen und dann erst gleich checken, dass sie im Sommerhaus sind? Das ist natürlich auch mal peinlich, ne? Es ist so peinlich gewesen. Es ist so peinlich. Hat denn weh verraten? Hä? Soll ich meine Ex-Freundin anspielen? Ich wollte es nie machen, aber weil du mich verrätst, jetzt muss ich es machen. Muss ich. Es blieb mir keine andere Wahl, als jetzt zu sagen, dass du ja auch deine Ex-Freundin verraten hast und deswegen ein größerer Verräter bist als ich. Kann man nochmal kurz Maurice fragen, wo er überhaupt verraten wurde? Also, wo hat Alex Maurice jetzt speziell verraten? Er hat mit Valentina gequatscht, damit es weniger Streit gibt. Das ist ja nicht Maurice verraten. Also, Maurice ist einfach null beteiligt gewesen und macht so einen riesen Fass auf. Warum? Habe ich einmal deine du Vergangenheit bist erwartet? Mir persönlich gegenüber ein Verräter gewesen. Schwachsinnig, warum? Sind wir Freunde? Mich da sind wir Freunde? Ich brauche niemanden, ich brauche nur meine Freundin. Weil das stärkste Team habe ich heute rausgekickt. Was für das stärkste Team? Ich habe das stärkste Team. Freund, ich werde das stärkste Team sein. Nein, Digga. Bruder, ich bin vom Kopf her Digga, viel besser nicht. Als du. Oh Gott, Maurice ist vom Kopf her so viel besser als alle anderen. Und dann steht er wieder bei irgendeiner Challenge. Eins. Ich traue mich nicht, darüber zu gehen.
Ach, Maurice. Wie unangenehm ist es dir selbst, diesen Satz gesagt zu haben? Du kannst nicht einmal dieses Wort Verräter einmal überhaupt niemand in deinen Mund darf über meine Beziehung reden. Ich schwör's dir lächerlich, Leute, Mann. Du bist lächerlich. Du bist lächerlich. Du bist lächerlich. Person. Du bist lächerlich. Digga, dein Nachname ist lächerlich. Dein Nachname ist lächerlich. Nach 10-mal Ping-Pong hin und her. Nein, du bist lächerlich. Nein, du bist lächerlich. Das ist ja noch besser als diese Jan-Streitigkeiten mit dem Rotzlöffel. Du bist nicht mal ein Löffel. Du bist lächerlich. Dein Name ist lächerlich. Wow, richtig gut wieder. Ich liebe guten Trash. Der Junge kann kommen, ich bin voller Energie. Ja, ist doch jeder, warte mal, es warte mal nein, bitte. Schatz, jeder Streit, gut, der hier entsteht, der raubt mir nicht meine Energie. Der raubt mir nicht meine Energie. Jeder Streit hier pusht mich noch viel mehr. Viel mehr pusht mich ja, jeder Streit. Und deswegen mit könnt ihr das auch beim Spielfeld. Und mein Spielfeld. Freund, du willst mich nicht im Arsch hinten. Wirst du sehen. Du wirst mich nicht im Arsch hinten. Dafür werde ich übersterben. Und ich glaube, das war die richtige Reaktion, die man da einfach den Tag legen kann. Ach, Maurice, redet einfach. Ich mach mal das Fenster zu. Kann man noch irgendwie die Rollos hier runterlassen, damit man ihn auch nicht mehr sehen muss? Das wäre ganz nett. Ja, Alex macht es richtig, geht ihm aus dem Weg. Besser so, wirklich besser so, weil sonst gibt es dann noch am Ende Tote. Kleiner Themensprung gibt es jetzt aber sofort, was auch richtig gut ist, weil es ziehen neue Leute ein. Und das bedeutet erstmal, die anderen hören auf, sich zu streiten, weil man will sich ja gut darstellen. Am Sommerhaus schlägt ein Neulingspaar auf. Schatz, warum schiebst du nicht deinen Koffer einfach? Hä? Ja, stimmt, hat die Rede. Ah ja, hat man ja vergessen. Das sind Gigi und Dana. Gigi kennt man aus relativ vielen Trash-Formaten. Dana kennt man aus Are You The One Staffel 2 oder so. Ja, und die sind jetzt da. Schön. Na schön. Brauche ich mich überhaupt vorzustellen? Nein, ich bin's. Ist doch Gigi, ist doch einfach. Ja, Mensch. Und der hat auch gar keinen Höheflug, ne? Halleluja, mal wieder. Ich liebe es, glaube ich, dass viele Sommerhaus der Stars-Zuschauer nur Sommerhaus der Stars gucken und sich dann jetzt gerade alle wirklich fragen, wer ist dieser Typ? Noch nie gesehen, keine Ahnung. Wir kennen ihn leider schon. Ja, Gigi ist da. Kannte sie nicht, ob Charakter oder so, aber nur von Optischen habe ich gesagt, bra. Wenn ich mal wieder mich mit einer Frau blicken lasse, und jetzt würde ich sagen, gehen wir das Pokal holen. Ach, holt euch den Pokal, Gigi. Ich glaube, ihr holt den ganzen Sieg. Klar. Und es ist schön, dass die Optik bei dir sehr entscheidend dafür war, dass du dich für Dana entschieden hast. Charakter, wen juckt sowas auch? Ne? Ist das notwendig im Trash-TV? Nein. Nein. Sorry, wir stecken alle noch ins Lagerfeuer. Mann, nicht gesehen. Wie geht's dir, mein Engel? Gut. Wie geht's dir? Alles gut? Schön, dich zu sehen, Alter. Ich lach's ehrlich. Wenn mir dumm kommt und du lachst oder sonst was. Will ich nicht. Auf keinen Fall. Niemals soll das machen. Überraschenderweise, Valentina hat zwar schon mal mit Gigi rumgeknutscht in ihrem ersten TV-Projekt, was auch Gigis erstes TV-Projekt war. Witzig, dass sie sich jetzt wiedersehen. Ex on the Beach war es, Staffel 1 übrigens. Habe ich auch auf meinem Kanal, könnt ihr gucken. Finde ich gerade witzig, dass sie nochmal John sagen muss, hey, sag mal bitte nichts. Aber ich finde auch wieder nervig, dass Gigi jetzt mit Zico schon sofort dicke ist. Ricarda und Dana waren, glaube ich, sogar in der gleichen Staffel oder so, sind dicke. Ich mag das irgendwie nicht, wenn die sich schon alle vor dem Sommer auskennen. Dass sie schon wieder neu verliebt. Ah, ich war so. Okay, das war ein bisschen witzig. Und ja, mit Alex war er halt bei Temptation Island VIP und hat das ganze Drama live miterlebt und mit Tommy sein Best Life gehabt. Ja, also ich finde den Chichi schon ganz nett, ne? Aber als er dann den Mund aufgemacht hat, war es auch vorbei mit dem, finde ich, ganz heiß. Wie, du fandst den heiß? Er ist auch komplett verwirrt so, bitte was? Was ist denn da schiefgelaufen? Ich finde auch bei ihr so, ich fand ihn ganz nett, heiß. Das hat sich auch schnell geändert, ne? Aber ja, klar, wenn Gigi spricht, da ist alles vorbei, Leute. Ich habe auf jeden Fall gar keinen Bock, dass irgendeine Show abgezogen wird. Das verstehe ich, Valentina. Das ist nämlich dein Job. Und wenn jetzt jemand anderes kommt, der das macht, ekelhaft. Boah, jetzt wird's ekelhaft, Mann. Valentina und ich hatten mal so unsere Differenzen. Wo er im Dschungel war, hat sie halt ein Interview gemacht, dass unsere Beziehung nicht ernst ist. Wir schlafen hier, gell? Ja, ja. Und wo schläft Valentina? Da, in dem Kleinen. Toll, das bedeutet, ihr seid Bettnachbarn. Und kommt, wer hat kein Problem mit Valentina? Also alle, die ins Sommerhaus kommen und irgendwie Valentina kennen, so, ja, ich habe ein Problem mit Valentina, weil sie immer wieder ihre Klappe aufgerissen hat im Internet und es genervt hat. Punkt. Das kann eigentlich, glaube ich, jeder so sagen. Ja, Valentina, wie kommst du, dass du noch drin bist? Alter, hast du lange durchgehalten, ne? Ja. Und man muss manchmal zugutehalten, dass Gigi immer schön ausspricht, was er gerade wirklich denkt. Oder auch immer so, warum bist du noch da? Das verstehe ich nicht. Wie geht das? Und da hält Valentina auch die Klappe. Also in den letzten Folgen ist sie ganz schön ruhig geworden, ne? Hat sie vielleicht keine Stimme mehr und kann nicht mehr schreien? Wenn Claudia weg wäre, ich wäre weg wäre, dann hätten die Sendung auf Arte TV spielen können.
Was ist Arte TV? Das ist ein Sender. Ah, Arte TV. Arte TV, habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich, weil es auch nur Arte heißt. Allerdings, Valentina nimmt sich da auch wieder ein bisschen zu wichtig, weil die letzten Folgen, sie war komplett irrelevant. Niemand hat sich für sie interessiert. Sie wurde nicht mal ausgestrahlt. Das Format klappt auch ganz gut ohne sie. Aber natürlich ist sie der heimliche Star. Ja, ich finde, sie ist keiner dabei, der Buch sagt. Valentina und Jan und Alex haben sich allerdings dann kurze Zeit später auch noch in der Küche getroffen, weil sie wollen ja jetzt endlich das Friedensgespräch führen. Das Friedensgespräch! Wir müssen jetzt noch irgendwie 12 Tage klarkommen. So. Und den Fokus für die Challenges beibehalten. Und im Finale besiegen wir dich dann. Und das ist okay. Wenn wir im Finale sind, dann gehen wir alles auf sportlicher Basis. Freunde werden wir nie. Und das war jetzt irgendwie deren Friedensgespräch. Also, sie haben nochmal den Status quo dargelegt und sich dabei nicht angeschrien. Es ist quasi Frieden. Und das war's. Oh mein Gott, wie Valentina und John sich so freuen. Der Maurice hat das gesehen. Sehr gut. Also für die ist das, glaube ich, einfach nur ein Plan. Und Alex fällt sogar noch drauf rein, dass das Friedensschließen nur dafür da ist, damit ihn mehr Leute hassen, weil er mit Valentina gut ist. Ja, Claudia ist ja weg. Jemand Neues muss her. Egal, ob er das für die Kamera macht, wie auch immer. Wir müssen uns jetzt hier auch taktisch und strategisch bewegen. Und dann sollen die doch denken, dass ich das denen abkaufe und alles ist gut. Ich weiß ganz genau, dass sie meine Aussagen wahrscheinlich auch nicht abkaufen. Ich liebe das komplett, dass sie auch jetzt wirklich miteinander geredet haben, nur um dann beide getrennt in der Interviewbox zu sagen, ich glaube denen nicht, die glauben mir nicht. Es ist eigentlich komplett egal. Also wofür haben sie eigentlich geredet? Es ist wirklich auch nur für die Show, ne? Ja. Fake Leute kotzen mich einfach nur noch an. Es bahnt sich bei einem anderen Pärchen allerdings auch ein Problem an, weil Justine und Abend, sie haben Spaß mit den anderen Leuten, aber Justine, sie trinkt zu viel Wein. Hör zu lachen. Guck mal, bist du gebotox? Da bewegt sich nichts. Die Schönste. Alles gut, Liebling? Nicht mehr trinken, du hast jetzt Trinkverbot. Ja. Darf ich nicht mal ein bisschen aber Spaß sie, haben? Wir haben alle Spaß. Was Hallo. Okay, das war ja auch mal eine coole Ansage. Du hast das Trinkverbot, nicht mehr zu trinken jetzt. Okay, während er noch das Bier so in der Hand hält. Ja, Justine ist für ihn viel zu besoffen gerade. Was auch immer da besoffen ist. Und dann musste der Abend mal eine Ansage machen. Diese Palaver und diese Blicke, weißt du, dieses... Ja, ich weiß, Mui ist auch schon... Aber selber da am Biernuppeln die ganze Zeit. Ja, das ist okay. Oh mein Gott, ja, und da bahnt sie jetzt... Ich weiß nicht, das ist das ein Beziehungsstreit? Das ist nix. Das ist so ein Kommentar unter Pärchen und sie ist jetzt kurz genervt. Irgendwie ist das nur voll normal, oder? Tatsächlich wurde er allerdings später nochmal schlafen gegangen. Alle Paare waren natürlich müde. Es war ein anstrengender Tag und ja, einer, der denkt noch ein bisschen an die Haarpflege. Maurice? Was? Muss das jetzt sein? Was denn? Haare füllen. Oder nur kurz, ja? Das ist jetzt nicht ganz, ganz dringend. Das geht nicht. Einer muss jetzt bitte die Haare füllen, Leute. Nachts um wann auch immer. Alle wollen schon pennen und das ist so... Oh, ich raste über sowas aus. Also das ist so ein rücksichtsloses Ding, wo man sich einfach für 2 Meter nachdenken kann doch. Oh, das sollte ich jetzt einfach lassen. Alle wollen schlafen. Muss ich Krach machen? Nein. Aber es gibt Menschen, die können keine Rücksicht nehmen. Neuer Tag, neues Glück. Die Pärchen sind immer noch, naja, ein bisschen angespannt. Justine und Abend reden jetzt. Valentina hat eine schlechte Nacht. Es gibt wieder Dramen, Leute. Oh nein. Los. Was los ist? Ich hab doch ganz normal das gesagt. Jeder hat hier ein bisschen was getrunken. Ich war einfach nur ein bisschen lustig. Ich hab doch nichts Schlimmes gemacht. Aber trotzdem. Ich hab doch meine Grenze erkannt und hab ich weiter. Mir ging's halt einfach nur heute ums Spiel. Das war fit. Ich bin fit. Dann ist ja gut. Kuss. Und das war, glaube ich, die größte Krise, die wir von den beiden jeweils im Sommerhaus mitbekommen werden. Es war nichts irgendwie, ne? Und jetzt ist es auch wieder ganz süß. Dann gehen wir zur nächsten Krise jetzt, ne? Ja, wir würden gerne wechseln wollen zu euch. Ja. Ins Zimmer. Ja, wir haben jetzt gerade erst frisch gewechselt, ne? Ja, aber hätte der also drüben auch das Große. Da war die Möglichkeit ja da, wir haben es mehrmals angesprochen. Also ich wechsle jetzt nicht mehr da raus. Ich schlafe schon seit Tag 1 in dem kleinen Bett, wo jeder da... lang geht. Was ist denn, wenn ihr... habt auch 2 Tage da gepennt, dann können wir nach 2 Tagen auch wieder aber okay, und jetzt geht das Thema Bettenwechsel wieder los. Boah, ist das nicht sexy für die Reaction, Leute. Ich weiß, ihr sitzt jetzt alle gebannt vorm Fernseher, vorm Laptop so... Oh mein Gott, tell me everything. Oh mein Gott, Bettenwechsel-Drama. Wir sind dabei, Leute.
Ich werde dann keine Nacht mehr pennen, ist mir scheißegal, wenn ich die Sachen höchstpersönlich daraus trage. Die reagiert in Situationen, wenn sie ihren Willen haben will, wie so ein kleines Mädchen, was so trotzig ist, weil das sein Förmchen irgendwie nicht bekommt. Und das ist wieder eine sehr akkurate Zusammenfassung. Das ist Valentina. Ich lasse mich von einer Anfang 20-Jährigen nicht vorschreiben, dass ich jetzt umzuziehen habe. Ich bin 23, nicht 21. Anfang 20-Jährigen, habe ich gesagt. Ist das lächerlich. Wirklich, das ist so lächerlich. Keiner legt sich mit der Queen an. Ja, Valentina ist die Queen, Leute. Wer es noch nicht wusste, der weiß jetzt Bescheid. Tatsächlich, glaube ich, sollte sich jeder mit Valentina anlegen, weil man sollte ja nicht immer alles durchgehen lassen und sie gewähren lassen. Ich meine, ich kann das verstehen, was sie rüberbringt, wenn es natürlich nervig ist und sie ein schlechtes Bett hat, einen schlechten Schlafplatz hat und die anderen besseren haben, dass man da durchwechselt. Ja, aber es kommt auch immer darauf an, wie man es rüberbringt. Früh am Morgen, ey. Ja, ich habe auf dem anderen Bett besser geschlafen. Von der Zeit her. Wegen der Matratze. Aber dann müsste, dann würde ich fragen, ob wir das größere Bett kriegen können. So, und Pia macht jetzt einen Vorschlag, das wird hin und her gewechselt wird. Die wechseln dann mit Dana und Gigi. Dann kann Valentina in das Bett von denen und überhaupt. Toller Plan. Sagen wir es mal den anderen. Ich riech irgendwie Probleme. Darf ich kurz mit euch sprechen? Ja, ich wollte nur eben ganz kurz mit euch über die Thematik sprechen. Der Ton, der war scheiße gerade. Aber der Ton hat ja scheiße angefangen. Nein, hat er nicht. Ich habe ganz normal mit Jan darüber gesprochen. Hat der Ton scheiße angefangen schon? Ja, der Zico hat schon ganz klar so mich abgewimmelt, weißt du? Naja, Zico hat einfach nur klar gesagt, nein, das möchte ich nicht. Das war ja kein schrecklicher Ton. Der schlimmere Ton kam dann mit Valentina. Wie es üblich ist. Aber gut, Pia kam dahin, wollte sagen, hey, so und so, wir können das Bett tauschen. Und dann komme ich mit sowas wieder an. Ich würde an Pia Stelle mich einfach umdrehen, wieder weggehen. Aber nein, sie ziehen das durch. Nachdem das Drama dann allerdings endlich erledigt ist, alle wieder gute Laune haben können, geht's jetzt zum nächsten Safety-Spiel. Und das ist ein Spiel, das geht wieder in die Nerven. Ja, das ist ja super. Denn wer hier nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh nein, was ist das mit den Gegenständen? Oh doch. Und das ist das Spiel, was, glaube ich, schon viele Paare auch komplett zu Weißglück gebracht hat. Selbst harmonische Paare drehen da manchmal durch, weil man braucht schon eine starke Frustrationstoleranz. Und so geht's. Bei diesem Spiel steht ihr gemeinsam auf einer Plattform und müsst 10 Gegenstände in die Zielbereiche stellen. Wenn ihr das geschafft habt, müsst ihr euch in der Mitte treffen und küssen. Und ich glaube, bei manchen Paaren wird der Kuss die schlimmste Hürde. Ja. Schatz, das wippt. Ach, echt, Schatz? Wenn Gian Valentina noch mal informieren will, diese Wippe wippt. Schock. Okay. Langsam, Schatz, ganz langsam, ne? Komm, schnell. Warte. Ja, jetzt merkst du was, ne? Ja. Mit deinem schnell. Krieg ich jetzt schon Aggression. Oh, läuft ja wieder fantastisch. Und natürlich wird es dann da später Streitigkeiten geben. Eigentlich hat John natürlich recht, weil am Anfang ist doch scheißegal, wie Wippe hin und her wippt. Hol dir schnell die Gegenstände und dann müsst ihr ruhig machen, weil was bringt es am Anfang langsam zu sein? Rein gar nichts. Werf einfach da rein. Wie? Ich das wird eh da reinfallen. Komm schnell. Lass einfach. Nein. Werf einfach da rein! Boah, bist du blöd, Mann! Merkst du es? Oh Gott, ich lieb's! Mach doch die eine Seite voll und nimm dann die andere Seite und macht sie voll und das. Oder müssen die es abwechselnd machen? Weil dann ist natürlich sonst voll doof, wie die das jetzt gerade machen, aber anschreien bringt nichts. Seid die Ruhe, Leute. Hört die Vöglein zwitschern. Es ist toll. Schatz, ja. Bitte, komm bei dich! Halt deine Fresse! Mach jetzt, komm! Halt den Schnabel, ich sagte, du sollst den Schnabel halten. Beeil dich doch, bitte, Mann. Wie kann man so negativ sein? Komm, beeil dich doch! Was ist mit dir? Ich habe irgendwie das Gefühl, die beiden werden nicht gewinnen. Und natürlich, wenn es auf Zeit geht, mach ein bisschen schneller, Valentina. Also du musst dabei nicht einschlafen. Aber wenn sie natürlich davon gereizt ist, sollte Johnny sie auch nicht anbrüllen, weil es bringt ja auch nichts. Pass auf, die Sache. Ma, du bist echt sehr Burner, bist du, ehrlich. Warte. Wir müssten den Ausgleich finden. Es gibt hier keinen Ausgleich. Doch, natürlich, es ist eine Wippe. Ja, aber für Maurice, der so unausgeglichen ist, kann es keinen Ausgleich geben, Ricarda. Das solltest du langsam mal gelernt haben. Mhm. Genau. Noch ein kleines Stück, Baby, bitte komm. Warte, Schatz. Vorsicht. Ich heul gleich, ehrlich. Man will nicht so, mehr jetzt geschissen mach locker, kriegen. Langsam. Das ist nur ein Spiel. Beruhig dich. Nee, ich beruhig mich nicht.
Weil Justine ist ein bisschen jetzt frustriert und da möchte man sie am liebsten direkt wieder knuddeln. Allerdings sieht es bei denen am besten aus bisher. Also sie haben alle Gegenstände hingestellt bekommen, sie müssen nur noch sich am Ende irgendwie küssen. Also sie sind schon sehr weit. Besser als die ganzen Anschreibhaare. Überraschend, aber ich hab's nicht anders erwartet. Was ist mit dir? Geh von diesem scheiß Pferd sofort runter! Jetzt wollte dir auch nur zeigen, wie toll er wippen kann auf diesem Schaukelpferd. Mensch, Valentina. Du musst jetzt den Mülleimer und den Grill holen. Das heißt, du musst jetzt ein bisschen mehr nach links und ich muss ein bisschen mehr nach rechts, damit ich da rankomme. Was bist du für ein Psychopath, Mann? Irgendwie habe ich die ganze Zeit auch das Gefühl, die beiden sind schon ein bisschen füreinander geschaffen. Ne? Absolut problematisch, absolut schrecklich, aber die sollten vielleicht doch einfach zusammenbleiben. Ach so. Weißt du, was ich meine? Nein. Schaffe eh nicht, alles gut. Schatz, wir schaffen das. Du stehst nur auf einem Fleck! Schatz, sei mal wie so eine Säule, Alter. Wie so ein Klotz, Alter. Und ich bewege mich hier. Ich bewege mich hier hin und her. So. Ist es bei einer Wippe nicht cleverer, einen Punkt zu finden, wo man relativ sicher steht, damit man das Gleichgewicht halten kann der Wippe und nicht die ganze Zeit hin und her tippelt, wie Maurice es macht? Das bedeutet, dass Maurice wieder Kacke macht? Wie immer? Maurice und Marigada die Schuld gibt? Wie immer? Ja, aber tippel ruhig mal. Wieder hin und her. Komm auf mich zu! Komm! Jetzt 3, 2, 1, schnell! Warte, jetzt! Ja. Gott, war das irgendwie überhaupt ein Küssen oder haben die einfach nur ihre Köpfe schmatzend gegeneinander gehauen? Weil wirklich süß sah das jetzt nicht aus. Aber Team No Name hat die Challenge nicht gewonnen. Sie haben sie geschafft. Es gibt noch ein paar andere Gruppen, aber sie haben sie geschafft! Da muss ich sogar mal klatschen! Die zwei. Okay. Wenn die zwei schon wieder so grinsen und lachen, und die dann kann ich schon, wieder gemacht. Mit Anlauf reinspringen, ehrlich. Und selbst die Schlagerstars denken sich so, nee, die mag ich nicht mehr. Ja, da ist langsam auch die Frustrationsgrenze überschritten. Du bist von vornherein laut geworden. Warum? Hast weil du es schneller machen demotiviert. Hast du mich direkt demotiviert mit deiner Tonart, mit deiner Tonlage. Dafür habe ich mich entschuldigt. Hast du dich für eine der Sachen entschuldigt? Was ist dein Ziel? Das möchtest du mich demütigen? Nein, erklär's mir. Ach Gott, und jetzt haben die beiden nochmal eine kleine Krisenbesprechung. Reden schön über die Challenge, was das Problem war, wie sie miteinander reden. Aber für so ein Pärchen im Sommerhaus, das sich die ganze Zeit streitet, machen sie es gut. Sie ziehen sich zurück, bleiben unter sich, schreien sich nicht an. Es könnte schlimmer sein. Warum kann man die Sache normal klären? Geh raus! Du bist immer so aggressiv in deiner Wortwahl. Ich bin nicht im Herrenhaus hier gelandet. Ja, und das lässt du alles an mir raus, oder? Du gehörst dazu. Leider. Ah, siehst du? Und weiter machst du. Tja, was ist das für eine Liebe? Keine Liebe ist das eigentlich, ne? Das stimmt allerdings auch irgendwie wieder, ne? Die beiden haben ihre kleinen Problemchen. Dieser Can möchte das Gespräch dann nicht mehr führen und Valentina loswerden. Valentina wird es noch klären. Ja, das ist natürlich auch immer super bei einem Gespräch, wenn ein Part gar nicht reden will gerade und der andere unbedingt. Ah. Ja, das ist einfach schwierig. Weißt du, ich fange an zu weinen. Willst du das? Nein, aber du machst nicht mal jetzt gerade Lachsanschluss, um mir zu klären. Ich habe für mich das geklärt. Aber wieder nur für dich? Wir haben es doch geklärt. Du hast selber gesagt, es geklärt. Hä? Ich bin gerade sehr egoistisch von dir. Oh mein Gott. Und jetzt denkt sich Can so, Thema durch für mich. Ich mache was zu essen. Valentina dackelt ihn die ganze Zeit nach. Rede jetzt mit mir, sonst geht es mir schlecht. Ich verstehe, wenn man noch den Drang hat, dass man was reden will und ein geliebter Partner einen quasi ignoriert für das Thema, dass es verletzend ist. Aber dann sollte man kurz trotzdem einfach warten nochmal und vielleicht einfach das durchleben, dass die Situation einfach kurz runterkochen muss. Hör jetzt bitte auf. Ist es dein Ernst? Mein Finger ist dazwischen. Lass mich doch mal ein bisschen mein alleine, Finger ist dazwischen. Ich möchte ein bisschen Zeit für mich alleine, bitte. Nein, du kochst es jetzt zu Ende. Und Can flieht vor dem Essen aufs Klo, damit er Ruhe haben kann. Und Valentina, ist das dein Ernst? Versucht da so richtig mit Gewalt reinzugehen. Lass ihn doch einfach in Ruhe, Girl. Aber mit einem kleinen Trick zwingt sie ihn dann auch aus der Toilette wieder raus und die beiden müssen dann schließlich weiterreden. Was denn, dass ich ein Öl dran gemacht habe? Ich möchte mich auch ansetzen. Ich werde es jetzt 5-mal wiederholen, dass du vielleicht die Ernsthaftigkeit mal verstehst. Siehst du, Alter? Mann, Alter, was bist du für ein Mensch jetzt? Was kann er denn dafür, wenn du wieder stolperst und alles, was du anfasst, zusammenbricht? Das war schon in der ersten Folge mit der Liege so. Das ist hier so irgendwie ganz schön viele Sachen, die Valentina anfasst, gehen kaputt. Ist vielleicht ein Sinnbild. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Soll ich mal gehen? Dann bin ich aber weg, John. So I never really knew you. Dann bin ich aber weg. I really tried to. Oh, wie Gigi da einfach an der Tür lauscht. Oh, hör ich da gerade Streit?
Ja, höre ich doch mal zu. Ich wäre ready. Ich würde auch zuhören. Niemals ein Mensch sein, der aufstehen würde und sich lieber Essen machen würde oder sich verpissen würde, weil du bist mir wichtig. Ich höre dir zu. Und auch wenn ich es nicht verstehe. Aber du rennst immer weg. Immer. Und irgendwie habe ich mich gerade gefragt, ob Valentina bei Menschen, die sie liebt, auch vielleicht wirklich ein bisschen anders ist als bei Menschen generell. Ich habe immer gedacht, sie ist einfach generell schrecklich. Aber vielleicht bei Gian ist sie jetzt gerade wirklich verletzt und hat ein Herz und Gefühle und will darüber reden und ist anders und wir sehen gerade ihre andere Seite. Wäre das nicht weird? Ja, das ist dein scheiß Lachs und lass mich in Ruhe. Wer war das? Ist egal. Ich habe eigentlich jetzt gehofft, dass die aufspringen und hinterher rennen, aber nein, leider nicht. Tatsächlich sind aber Zico und Gigi weggerannt wie kleine Jungs. Scheiße, 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 scheiße. Aber naja, es ist nichts weiter passiert. Ich dachte, Jan ist ein lieber netter Junge, der unter der Fuchtel von diesem Schrubber Valentina steht. Aber mittlerweile denke ich, bei ihm ist auch was nicht in Ordnung. Naja, wenn er mit Valentina zusammen ist, muss ja mit ihm was nicht in Ordnung sein, weil welcher normale Mensch würde das durchstehen? Ich hab dir auch gesagt, am Anfang, wo wir das erste Date, habe ich gesagt, take it or leave it. Du hast es getaked. Selber schuld, sagt man da. Bereust jetzt auch, war dumm, ne? Aber der Can hat getaked. Und deswegen ist er mit Valentina immer noch zusammen und sie knuddeln da wieder rum und haben es anscheinend geklärt und es ist komisch mit anzusehen. Ich glaube, da ist auch wieder irgendwas super weird. Aber das ist deren Problem irgendwie. Wir sind allerdings dann bereit für Gruppe 2. Die Challenge geht schon direkt weiter. Ja, ist natürlich sehr von Vorteil, dass ich die Hälfte von dir wiege. Warte, 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 das ist eine Wippe. So, du musst das aufnehmen. Mhm. Wir müssen ein Gleichgewicht halten. Ach du Scheiß, wie soll das denn gehen? Ich liebe es, wie der Satz von ihr anfing mit, wow, wie soll das denn gehen? Du wiegst das Doppelte von mir. Und er, warte, warte, denkt das innerhalb von 10 Minuten nach. Hä, wie soll das denn gehen? Ja gut, die sind da generell gleich verteilt, ne? Komm hier hin. Ja, jetzt kannst du runterlaufen. Okay. Alter, das ist cool. So schaffen wir das nicht. Checkst du das nicht? Oh Gott, und mit Gigi in so einem Team zu sein, das ist, glaube ich, auch super, super hart, schrecklich, weil ich weiß nicht, ob er der Klügste für irgendwas wäre. Und er will auf jeden Fall schaukelfertig stehen haben, bevor die irgendwas weitermachen, was natürlich keinen Sinn ergibt. Du suchst jetzt eine Position, wo du an deine Teile rankommst. Ja, ich glaube, hier komme ich an alles ganz gut. Und aber der Weg hier rüber auch nicht so weit ist. Ja. Sind die irgendwie noch beim Spiel oder sind die schon beim Dirty Talk? Man weiß es nicht. Nein! Nein! Fuck! Und wenn man dieses Drama schon kommen sieht, ich kann es nicht aufhalten, was eine Wippe... Verdammt. Ich glaube, bei diesem Spiel würde ich auch durchdrehen. Ah! Wenn ich da hingehe, dann musst du auch weiter nach da. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, geh langsam dahin und ich gehe langsam hier hin. Ja, aber du musst dich gescheit bewegen. Ich bewege mich schon, stell auf. Du bleibst stehen wie eine Pflanze, Alter. Ich versuche zu wippen, du Schlaukopf, Alter. Immerhin sprechen die beiden die gleiche Sprache. Oh, so süß. Richtig süß. Naja, wie sieht's denn beim Dirty Talk vom Team Schlager aus? Steht bei dir noch alles? Natürlich nicht. Wenn man es so sieht, wirklich als Vorspiel-Talke, ist es witzig, oder? Ja. Ja, ist ja so. Du bewegst dich zu schnell. Du bewegst dich auf dein Knie zu schnell. Das war jetzt zu schnell. Ich hab's gesehen. Ich liebe es, wie Vanessa sich keinen Millimeter von selbst bewegt hat. Alex die ganze Zeit hinterher und dann so, du bewegst dich zu schnell. Ja, ich glaube auch, Vanessa war wieder schuld. Aber auch er hat aufgehört zu schreien. Es wird besser. Vielleicht. Und nach dem ganzen Dirty Talk und Vorspiel von Team Schlager passierte dann natürlich auch der schnelle, krönende Abschluss. Ficke! Komm, jetzt gleich ganz schnell küssen. In die Mitte und... Nee, warte. Ich kann noch nicht sehen, wie weit du weg bist. Komm. Okay, sollen wir auf drei Vollgas geben? Auf drei Vollgas, okay? Eins. Zwei. Drei. Auch geschafft. Das bedeutet, Team Schlager und Team No Name sind die einzigen, die diese Challenge geschafft haben. Krass. Hätte ich das nicht mit gerechnet. Aber wir haben es trotzdem gut gemacht. Ah, ja, du warst voll sexy in diesen Helm und so. Mann, du warst so sexy. Ich wollte dich nicht so anschreien. Egal, du warst so typisch mit diesem Helm. So. Dana so, ich hab so viel geschrien. Es war nicht gut, mein Gigi. Mir egal. Du siehst gut aus. Mensch. Wow.
Man merkt wirklich, Gigi kann auch wirklich hübsche Frau für ihn. Dann kann sie machen, was sie will. Ist doch egal, sie ist hübsch. Ey, was willst du mehr, ne? Überall titten, was willst du mehr? Ich schwöre dir, es hat kein anderer Schwanz geschafft. Kein anderer. Ich glaube, vielleicht Alex und Vanessa. Eventuell die. Niemand hat es geschafft. Niemand wird es. Ja, okay, doch, vielleicht die schon. Oh mein Gott, wenn der dann hört, dass die No-Names und die Schlagers das gemacht haben. Oh, wow. So schön mit dir zu Pipi machen. Warte. Stopp. Ist Dana jetzt gerade auf Toilette gegangen und Gigi hat sie auf den Rücken gelegt und sich an die Toilettenstelle, wo sie gerade reinpinkelt, mit dem Kopf und. Klar, vollkommen normal. Es kommt allerdings dann auch schnell schon zur Verkündung von den Kandidaten, wer es geschafft hat, wer gewonnen hat und ja, wir sind auch ein bisschen gespannt. Justine und Orben und Carina und Tim, ihr seid die einzigen Paare, die es geschafft haben, alle Gegenstände im Zielbereich aufrecht hinzustellen und sich zu küssen. Boah, krass. Vanessa richtig beeindruckt, Carina so, ja, naja, war ja nichts dabei. Gechillt, aber nur einer kann der wahre Sieger sein. Gewonnen. Justino! Ja! Scheiße. Glückwunsch! Ist allerdings völlig egal, weil niemals jemand euch irgendwie nominieren würde. Trotzdem Glückwunsch! Und kurz danach gab es dann auch schon ein Stimmungsbarometer, was uns anzeigen soll, hey, die Kandidaten, wie stehen die so zueinander? Wer soll raus? Wen wollen sie raushaben? Und das Ergebnis überrascht nicht wirklich. Ricarda und Maurice, 2 Stimmen. Valentina und Jan, 5 Stimmen. Alle anderen Paare haben 0 Stimmen. Mensch, krass. Und witzigerweise haben wirklich Alex und Vanessa, Maurice und Ricarda gewählt und nicht Valentina und Jan. Ich weiß nicht, warum, was der Plan dahinter ist. Keine Ahnung, man könnte Valentina und John ja endlich loswerden. Und wenn die sich im nächsten Spiel nicht helfen, dann sind sie wahrscheinlich auch raus. Und das erfahren wir allerdings auch erst in der nächsten Folge, Leute. Weil damit endete wieder das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ich könnte auf alles draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.